4.225,15 €. So viel kam bei der Spendenaktion Restcent-Spende der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft rum. Deren Mitarbeiter ließen sich Monat für Monat ihr Nettogehalt auf den nächsten kleineren Euro abrunden, sodass sie entweder einen oder 99 Cent im Monat gespendet haben. Die Restcent-Spende im DVV-Konzern gibt es seit 2010. Eine Gruppe von Mitarbeitern hat das damals angeregt, dass wir auf diese Art und Weise helfen wollen. Und das geht immer an soziale Einrichtungen irgendwo in Duisburg. In diesem Jahr ist es eben, wie schon im Vorjahr, der Verein Living Room. Living Room ist ein gemeinnütziger Verein, der sich komplett über Spenden finanziert. Der Verein aus dem Duisburger Norden leistet wichtige Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Duisburg-Meiderich. Wir haben drei Gruppen, also für die Kinder haben wir freitags die Türen geöffnet und die kriegen erstmal eine kostenlose Hausaufgabenhilfe, die kriegen eine warme Mahlzeit, da haben so ein bisschen Zeit, um sich frei zu bewegen, frei zu spielen und danach gibt es noch sogenannte Life-Skill-Workshops, wo die einfach ein bisschen aufs Leben vorbereitet werden sollen. Und dass der Verein auch einen nachhaltigen Eindruck bei den Kindern hinterlässt, weiß Jan. Er nutzte selber als Kind die Angebote von Living Room und arbeitet jetzt dort als Mitarbeiter. Ich war vorher selber hier Teilnehmer. Und es ist immer so, wenn man eine Sache sehr mag und auch sehr gern, also seine Freizeit gern investiert, dann will man es auch mal aus einer anderen Perspektive sehen. Dann habe ich auch, wie jeder eigentlich Mitarbeiter, hier als Co-Mitarbeiter, hat man dann angefangen. Dann wurde man den Aufgaben näher gebracht als Mitarbeiter, wie es dann ist, weil als Teilnehmer ist es ja, dann sieht man es aus einer anderen Perspektive. Und ja, das hat mir auch sehr viel gefallen, da ich auch gesagt habe, ich würde gerne noch meine Freizeit investieren, da ich auch sehr gerne mit Kindern arbeite, auch gerne mit Kindern zu tun habe, fand ich das eine sehr gute Alternative. Und eine weitere Alternative zum Spielen, die sollen die Kinder auch bekommen. Denn mit der Spende der DVV-Mitarbeiter soll der Keller umgebaut werden. Jetzt soll der Keller drankommen. Die Räumlichkeiten. Wir haben jetzt ein Soccerfeld, wo die halt sich viel bewegen können. Und jetzt wollen wir aber auch noch was, wo die Geschicklichkeit lernen können. Da wollen wir so einen Bastelraum, einen Werkraum unten im Keller einrichten, wo wir einfach nochmal die auf einer anderen Ebene fördern können, die Kinder. Und dass sich die Arbeit auch lohnt und auch großen Anklang findet, das lässt sich daran erkennen, dass immer mehr Kinder das Angebot von Living Room nutzen. Das sieht auch die DVV und hat nicht ohne Grund bereits zum zweiten Mal das Geld aus der Aktion Restcent-Spende an den gemeinnützigen Verein aus Meiderich gespendet. Und nicht nur die Mitarbeiter freuen sich über die Spenden, sondern vor allem auch die Kinder.